Hallo und willkommen zurück bei The Long Dark. Und wir sind jetzt hier in einer Hütte untergekommen, nachdem wir den beschwerlichen Weg runter vom Berg geschafft haben. Wie jammert die denn so? Gut. Okay, also aufwärmen tun wir uns hier so eigentlich gar nicht. Das heißt, ich bin ja aufgewärmt, also die Astrid. Und das habe ich mit dem Schlafsack geschafft. Das heißt, 4 Stunden geschlafen. Nee, nicht nochmal. So, aufheben. So, also unsere Temperatur ist hochgegangen und dann gucken wir doch mal auf der Karte. Der Sturm scheint auch etwas nachgelassen zu haben. Und so wie es aussieht, müssen wir dahin. Ja. Gut. Ja. Hier ist kalt. Ach so, Moment. Wir gucken mal hier nochmal. Gefallener Stern. Okay. Ja, das ist eigentlich, das braucht man nicht wirklich. Müssen wir da jetzt wirklich hin oder lassen wir das? Das haben wir doch alles geschafft. Ist das wichtig oder ist das nicht wichtig? Gute Frage, ich weiß es nicht. Nein, wir bringen sie dahin. Nein, nein, nein. Genau, das ist die bessere Idee. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. Only one way. Wir haben ja keine Leiden mehr. Das heißt, wir können sie jetzt eine längere Zeit tragen. Und dann machen wir uns jetzt einfach auf den Weg. Jo, das sieht doch gut aus. Sieht sogar richtig gut. Müssen wir lang wahrscheinlich da, ne? Oder? Ja, das sieht gut aus. Okay, so weit ist es ja gar nicht. Bis zur Brücke. Allerdings, ja. Schwereres Gepäck, als ich dachte. Und falls ihr es gehört habt, die Gwen, die ist sogar am Schnarchen. Na. Ah, wie kriege ich dich jetzt warm? Naja, so gut wie gar nicht, würde ich sagen. Klar, natürlich mit Feuer. Da verlieren wir aber auch wieder ordentlich Zeit. Burning. Oh nein. Auch das noch. Oh, die Wölfe. Runter mit dir. Push. Au. So, schnell unsere Wummel nehmen. Ist die denn nachgeladen? So, nee, noch nicht, natürlich. Ah, nein, 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 nein. Wo ist er? Ah, hau ab. Ah, du brennst wohl, wa? Er brennt, er brennt. Wo ist er? Nein. Ich sehe ihn nicht. Ah. Wo bist du? Da. Nein. Ah. Du lädst du nicht nach. So. Na? Jo, das sieht doch gut aus. Prima. Wir haben es geschafft, du. Und aufheben. Oh. Ja. Okay, bevor ich jetzt so falsch laufe, nochmal schnell in der Karte gucken. Okay, da müssen wir lang. Gut. Auf geht's, auf geht's. So. Ja. Also von der Überlegung her würde ich sagen, damit es euch nicht langweilig wird, ich lege sie hier doch nochmal ab, mache ein Feuer. Und wenn beide aufgewärmt sind, okay, dann wird es ein bisschen dunkler schon sein, aber dann würde ich sagen, da schneide ich halt raus. Und dann machen wir, sobald wir aufgewärmt sind, weiter.
Da hinten war doch was, ein Hirsch. Ja. Nee, genau so machen wir das. Ja. Und auf geht's. Easy, easy. So. Okay. Feuer, Feuer, Feuer. Da. Dann Feuer machen. Going to make it. Ja, ja, ja. Die ist aber auch nörgelig. Come on, little fire. Ja, los, hopp, hopp, hopp. So. Noch schnell was nachlegen. Nein, wir haben ja gar nichts. Oha. Na, wie ungeschickt war das denn jetzt? Ah. Los, los, los. Bevor es wieder aus ist. So. Okay. Da haben wir auch noch was. Ja. Wenn wir was Größeres nehmen, dann ist doch wieder die Gefahr, dass das Feuer aus ist. Auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen beeilen. So. So, so, so. 41 Minuten. Gut. Mal gucken, wie lange brauchen wir dafür? 1 Stunde 30. Na, nee, das lassen wir mal schön bleiben. So, komm schon. 10 Minuten, na, das kriegen wir hin. So. Nächste. Ja, überleben. Überleben ist gut. Ach, Gwen ist... Oh. Gwen ist gar nicht mehr kalt. Seht ihr das? Ich glaub's nicht. Jetzt ist mir kalt. Und ihr nicht mehr. Okay, jetzt lege ich kein Feuer mehr nach. Können wir damit jetzt anstellen? Fackel? Nein, brauchen wir nicht. Ha, umsonst. Na super. Okay. Na dann, weiter geht's. Okay. Also kein Schnitt. Auch in Ordnung. Ja, ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Nur eine Frage der Zeit. Oh Gott, oh Gott. Denn da hinten ein Hirsch. Was jetzt schon wieder? Ja, nee, also wir machen hier nicht alle paar Meter Pause. Ja, was zu trinken hätten wir ihr geben sollen. Eieiei. Naja, gut. Wo befinden wir uns? Ja, ja, wir liegen gut in der Zeit. Ja, das kann man wohl sagen. So, Karte auf. Da haben wir doch schon die Brücke. Ups. Naja, der Hirsch, der hat gut lachen. Schade, dass wir uns keinen Hirsch fangen können. Und die gute Gwen da drauflegen. Naja, gut, okay. Vielleicht nicht so clever. Also ich habe noch keinen Hirsch gesehen, der irgendwelche Gepäckse trägt. Für andere. Moment, halt. Ich muss doch hier auf dem Weg bleiben. Ja, und das wäre dann da. Oder? Moment. Na, ja, fast. Da gehen wir doch aber runter. Hm.
auch gleichzeitig auf dem Weg zu. Gut, dann machen wir das. Ja. Gut, gut, gut. Sammeln wir noch? Nein, wir sammeln nichts. Nichts. Nein. Oh, Moment. Eine Sache habe ich vergessen. Eis. Eis kann brechen. Beim Will ist es zumindest passiert. In der Episode 2. Als wir die Teile für das Funkgerät gesucht haben. Und das muss nicht unbedingt sein. Ist der Weg richtig? Oh. Ach. Ja. Okay, also übers Eis war keine gute Idee. Also zumindest nicht die beste. Doch wieder zurück. Okay, kein Risiko, kein Spaß. Okay. Jetzt ist es nicht mehr weit, sagt sie. Das ist gut. Hm. Na, du bist mir ja eine. Also irgendwie müssen wir erstmal auf den Weg kommen. Ich würde sagen, das ist die beste Idee. Gerade überhaupt. Hm. Für den Fall, dass ein bisschen Holz haben wir da. Hm. Astrid ist soweit ausgeruht. Nee, ich glaube nicht, dass wir nochmal Feuer brauchen. Obwohl, na, wer weiß. Man kann nie wissen. So. Wir haben einen neuen Speicherpunkt. Wie schön. Da ist gleich der Weg. Gut. Oh, komm schon. So. Ich hoffe, wir erkennen den Weg. Ja, ja. Dann ist zu Ende, ganz genau. Okay, nochmal schnell gucken. Ja, kurz davor. Okay, dann kommt jetzt der Weg. Da ist er. Wunderbar. Da hinten sind die Gebäude, die wir beim vorletzten Mal gesehen haben. Völlig verfallen, können wir nicht gebrauchen. Ui, was ist das? Eine Lawine. Ist doch bestimmt eine Lawine. Wow. Heftig. Gut, ich habe jetzt ja nichts gesehen, aber das Beben war schon heftig, ja. Können wir hier irgendwie abkürzen? Ich möchte abkürzen. Aha. We can make it. Okay, gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir niemals in eine Lawine kommen. Ah, jetzt tut sie uns auch noch gleich verdursten. Nein, nicht doch. Ah. Boah, das dauert Ewigkeiten hier. Können doch nicht ständig Pause machen, das geht nicht. Mama. Was? Wer ruft hier nach Mama? Hm, halt durch. Ja. Also es fühlt sich unfassbar weit gerade an, aber dass es nicht mehr weit ist, da merke ich nichts von. Nein. Komm, weiter geht's. Dann genießen wir mal ein bisschen die Landschaft hier. Okay, gut.
Moment, ist das der Sonnenuntergang? Das sieht aber richtig gut aus. Hm. Die Rotfärbung, das hatte ich vorher also nicht gesehen. Ja, vielleicht nicht aufgefallen. Oder nicht gesehen. Das Auto können wir nicht gebrauchen, nehme ich an. Oh, da ist doch was. Da ist doch ein Gebäude. Ja. Wir sind an der Stadthalle. Ui. Oder? Oder täuscht das? Ah. Nee, das ist kein Gebäude. Noch nicht. Trotzdem Kontrolle. Oh. Ui. Ja, ein bisschen haben wir noch. Okay. Ups. Aber fast geschafft. Na, zum Glück haben wir ein bisschen abkürzen können. Und dass man überhaupt davon reden kann, dass wir gleich da sind. Lauf. Irgendwas Orangenes ist da hinten links. Hm. Ich würde sagen, ein Schild. Ja. Das dürften Schilder sein. Die lassen wir jetzt mal links liegen. Haha. Durch in die Karte gucken, werden wir natürlich auch nicht schneller. Und wir sind ja auf dem richtigen Weg. Und so wenig wie möglich laufe ich den Weg. Denn hier innen sind wir etwas kürzer. Also von der Zeit her, die wir brauchen. Und ja. Oh, Astrid ist so kalt. Und ich sehe das Feuer von der Stadthalle. Da hinten rechts. Seht ihr das auch? Da so? Gut. Kann ich da auch entlang? Kann ich da abkürzen? Wie schön wäre das denn? Jo. Wir kürzen hier ab. Will ich doch mal hoffen, dass es eine Abkürzung ist, also dass, dass es überhaupt klappt. Na, das sieht gut aus. Bis jetzt. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Und ja, richtig, wir lassen sie nicht im Stich. Wenn wir schnell ankommen wollen würden. Ich meine, wollen würden, tun wir das ja schon, aber... Dann würden wir sie eben halt hier irgendwo ablegen und uns auf den Weg machen. Tschüss. Na, natürlich machen wir das nicht. Ja. So, jetzt muss nur noch das Eis halten. Ja. Jetzt, wo wir fast da sind. Da fängt noch das Herz an zu pochen, was bedeutet, sie ist ganz schön fertig. Sie braucht unbedingt etwas, wo sie sich ausruhen kann. Oh, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht, oder? Schaffen wir das? Oh, komm. Komm. Halte durch, halte durch, halte durch. Das schaffen wir. Oh mein Gott. Wir haben es fast geschafft. Die Tür müsste doch verschlossen sein. Na, das lassen wir. Und komm, los, los, los. Komm schon. Los. Rein mit dir. Ja. Uff. Komm schon. Wow, das war knapp. Okay. Hier geht's wieder besser. Ja, ein freies Bett. Okay. Haben wir. Ups. Ist das damit gemeint? Ich denke mal schon, oder?
Na gut, dann machen wir das. Können wir sie auch drehen? Ah ja. Übrigens aufs Kissen legen hier. Okay. Gut, sie liegt trotzdem drauf. Alles schön. Uff. So, nochmal schnell gucken hier. Immer noch nicht in Ordnung. Was ist da los? Schnell was trinken. Gucken, ob sie irgendwie was hat an Gebrechen. Nö, Unterkühlungsrisiko. Sieht momentan gar nicht so schlecht aus. So. Hä? Das können wir auch nichts machen. Okay. Schnell mal einen Schlafsack rausholen. Ein Stündchen hier schlafen lassen. Halt, da. Müsste es doch eigentlich besser sein. Na, komm, los. Komm, hier war es auch eben grün. Da. Ja, eine Stunde. Okay. Na? Wird das was? Ah. Was? Satt? Okay. Also gegessen hatten wir eigentlich gerade nichts, aber na gut. So, das haben wir jetzt auch erstmal. Nee, noch nicht ganz. Nein, das nicht. Das roh. Verkorksen wir uns nur den Magen. Das wollen wir ja nun auch nicht. Und mal gucken. Gut, wir haben sie da hingelegt. Jetzt können wir hier nichts mehr machen bei ihr. Geben wir ihr halt nichts zu trinken. Und wir müssten noch das Insulin dem Insulinmann geben. Wie hieß er denn noch gleich? Hm? Wer war denn das? Ich kann ja nichts machen. Warum nicht? Ich glaube, der war das, oder? Ja! This might be serious. So, genau, das ist er doch. Feeling better now? Endlich, Jo. Ja, das wollte ich schlimmer machen. Haha, eine Spritze geben. Jetzt ist es soweit. Husch. Wie, ich guck nicht hin. Warum guck ich da nicht hin? So, dann bringen wir noch die Ausweise zurück. Wie, jetzt jedem Einzelnen? Nee, kann doch nicht sein. Also der will mit uns nicht reden. Winston. Ach so. Ja, okay. Die Ausweise von den Personen, die hier liegen, sind das. Gut. I'm sorry. I found her. She was lost. Gut, gut, gut. I'm sorry. I couldn't find them. Find them, please. Aha. Also bisher haben wir nur die, wo wir die Personen nicht gefunden haben. Das heißt, wir haben die Personen nicht gefunden, die hier zugehörig sind. Aha. Super, tolle Nachrichten. Ich hoffe, das ist auch... I'm sorry. I found her. She didn't make it through the crash.
Naja, gut, eigentlich richtig, ne? Ich meine, die Personen, die sind erfroren gewesen. I'm sorry. Dann müssen wir halt die böse Nachricht bringen. I hope they survived and they're safe somewhere. Please look for them. Und den hier schon. Den Bennett weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, dann könnte man nicht nochmal mit ihm sprechen und ihm das sagen. Oder? Nein. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Schön. So, durch hier. Ruby hatten wir noch nicht. Und noch jemanden? Nee, hier waren wir schon. Mal gucken in Aufgaben. Eine Person fehlt noch. Hm. Ja, sie? Sie kann es ja hier nicht sein. Ah. Packen wir gleich erstmal ein. Aufheben, sehr gut. Wen habe ich jetzt hier vergessen? Das gibt's doch nicht. Nee. Ah. I'm sorry. I found her. So, jetzt noch mit dem Pater sprechen. Und. Na, komm. Was? Ist er das nicht? Hallo. Meine Aufgabe gucken. Pater Thomas. Ist er das nicht? Dass ich mich vor ihm stellen. Ah, da haben wir's. You made it. I prayed that you would. Yes, I made it. And I found another survivor. In bad shape, though. Found the insulin, too. Thank you, my child. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally, we'd hunker down with a stack of firewood, a full pantry, and wait it out. And now? Even with what you've done, we'll have to pray we survive long enough for the weather to clear. Prayer is your thing, Father. You handle that. Between the plane crash and the houses in the area, I'm gonna pull together whatever supplies I can find. Maybe between the two of us, we can keep these people alive. May God watch over you, my child. Still some names missing from the passenger manifest. Okay, Kapitel 3, nahender Sturm. Ja, dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Okay, suche die vermissten Überlebenden und bring sie zurück. Alles klar. Gut, wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt doch noch ein Abo mit, wenn es euch gefallen hat. Vergesst die Glocke nicht, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich was Neues habe. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Ciao.